alle fragen mich, was hast du so in Corona gemacht? Also Corona und das jüdische Problem ist ein Text, den habe ich geschrieben für die Zeit. Es gibt diesen wunderbaren Witz, oder ist das überhaupt kein Witz? Ein Deutscher, ein Franzose und ein Israeli stranden auf einer Insel, auf der es zwar viele Elefanten, aber sonst nichts Interessantes gibt. Sie wissen, dass das nächste Schiff erst in einem Jahr kommen wird. Also beschließen sie, die Zeit mit etwas Sinnvollem zu verbringen. Jeder soll eine Studie über Elefanten schreiben. Nach einem Jahr treffen sie sich am Strand. Der Franzose zeigt sein Konvolut. Die Liebe der Elefanten. Der Deutsche hat auch ganz schön viele Seiten geschrieben. Die Disziplin der Elefanten. Der Jude legt seine Arbeit vor. Der Elefant und das jüdische Problem. Nun ist Corona eindeutig kein jüdisches Problem, das weiß inzwischen auch der letzte Verschwörungstheoretiker. Jeder hat auf seine Weise mit dem Virus zu tun, manchen raubt es die Existenz und es ist nicht vorauszusehen, ob sie sich jemals davon erholen werden. Andere arbeiten Tag und Nacht in diversen Krankenhäusern oder Forschungszentren, um Menschen zu retten und einen Impfstoff zu finden. Und wieder andere genießen die geschenkte Ruhe, die sie sich selbst nie aus freien Stücken gegönnt hätten. Sie wären sehenden Auges dem Burnout entgegenmarschiert. Nun hat die Pandemie sie aufgehalten. Corona hat die ganze Welt stillgelegt. Es gibt Tote zu vermelden und kein Ende in Sicht. Darüber haben inzwischen viele Kluge und weniger Gescheite geschrieben, kaum etwas hinzuzufügen. Nun jährt sich justement das Kriegsende, der Tag der Befreiung. Oder, wie manche Unverbesserliche sagen, der Tag der Niederlage. Im Corona-Jahr zum 75. Mal Feierlichkeiten aller Orten. Ich selbst werde nach Ravensbrück gekarrt, wo ich zur Befreiung des Lagers eine Rede vor 1000 geladenen Gästen halten soll. Diese aber sind nicht da. Also stehe ich Mutterseelen allein auf dem Appellplatz und spreche in die windige Stille hinein. Zu den Toten und zum Fernsehteam des RBBs, der es aufzeichnet und später sendet. Wenn ich Glück habe, bekommt ein Überlebender eine Nachricht davon und weiß, dass wir an ihn und seine Leiden gedacht haben, dass er nicht allein gelassen wurde mit seiner Erinnerung an die Schreckenzeit. Der Deutsche Filmpreis hat auch sein Jubiläum, das ist nicht so wichtig und dramatisch wie das Kriegsende, aber ein schöner Anlass zu feiern. Alleine zu feiern. Mit Mundschutz werde ich abgeholt, hinter einer Eisentüre mit einer großen Flasche Desinfektionsmittel geparkt und auf los in den Sendesaal geschoben, wo ich die Lola für den besten Schnitt verleihen darf. Die Gewinner sind gerührt und freuen sich zu Hause. Sie sind per Live-Schaltung verzögert dabei. Ich möchte den Moderator Edin Hasanovic, der ist wunderbar, umarmen. Er macht es toll und er kommt wie ich aus dem Balkan. Aber ich darf nicht. Man darf überhaupt niemanden berühren. Mit Mundschutz fahre ich wieder nach Hause. Was für ein Fest. Nach und nach, wir spüren es am Verkehr. Endlich ist wieder Stau auf der AWOS. Kommen Lockerungen in meiner Branche, soll es bald wieder losgehen. Es soll gearbeitet werden. Die ersten Dreharbeiten finden Mitte Mai statt. Nun aber werden ältere Schauspieler ausgeladen. Zu groß das Risiko. Man kann sie nicht versichern. Ihre Rollen werden an Jüngere übergeben. Das ist ungerecht, der Aufschrei groß. Im Zuge dessen habe ich folgendes Angebot bekommen. Ob ich mir zutrauen würde, eine 82-jährige Nazi-Frau zu spielen. Sie ist natürlich nicht mehr Mitglied der NSDAP, der Film spielt ja heute. Sie verwaltet nur ein Gemälde, Raubgut, das Erbe ihres Vaters, einem Ex-SS-Offizier. Wunderbar. Mein langes Schauspielerleben durfte ich nur Underdogs spielen. Verbrecher und Opfer aus Bosnien, Mazedonien und der Türkei. Ich habe mich und andere in die Luft gesprengt nach 9/11 als Terroristen und ich habe in meiner bestickten Bluse für alle Stars in Deutschland geputzt. Also im Fernsehen, versteht sich. Jeder durfte Hitler spielen, ich nie. Nie durfte ich eine Deutsche sein, also im Film. Obwohl ich seit 1967 den deutschen Pass habe. Und jetzt, wo ich gerade 60 geworden bin, darf ich endlich eine Nazi-Frau spielen. Corona macht's möglich. Also, es wird nicht einfach werden. Denn soweit ich weiß, dürfen Maskenbildner noch nicht arbeiten, um mich selbst über 20 Jahre älter zu schminken. Das ist eine echte Herausforderung. Aber ich tue es gern. 75 Jahre nach Kriegsende bin ich in Deutschland angekommen.
ich darf alte Nazis darstellen und das werde ich genüsslich tun. Ich habe meine 100-jährige Tante angerufen und gejubelt, Tante, ich darf endlich einen Nazi spielen. Und da freust du dich, hat sie geantwortet, du bist Mischugge. Herzlich willkommen, Adriana Altaras. Dankeschön. Auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Abend vorgestellt worden bin ich schon und fühle mich jetzt auch unter Druck gesetzt von Gabi mit der Moderation. Aber ich freue mich auf einen wunderbaren Abend, den wir hier beide miteinander verbringen dürfen. Und wir haben jetzt schon an dem Text gemerkt, es wird schön. Na ja. Wir haben heute ein Thema, die jüdische Soufflöse, aber ich will natürlich mit Ihnen auch über die Person Adriana Altaras reden und wir wollen natürlich auch über dieses Thema reden. Ich kenne das ja als Politiker, da passiert einem das ja, dass man so Sätze sagt oder schreibt, die einem dann bei jeder Gelegenheit vorgehalten werden. Ja, das kenne ich, ja. Und ich vermute auch, ich bin nicht der Erste, Sie kommen ja viel rum, aber wir müssen über den Satz reden, immer lande ich in Städten, in denen es aussieht, als wären die Alliierten erst am Vormittag abgezogen. Nee, auf den hat mich noch keiner angesprochen. Ich sage nochmal herzlich willkommen in Salzwedel. Ja, wobei Magdeburg toppt es ja, oder? Naja, es wird besser. Mal ganz ehrlich, es wird besser. Aber diese Sparkasse neben diesem alten Gebäude, ich glaube neben dem Schauspiel, das ist schon... Architektonisch haben die da ordentlich zugegriffen in Magdeburg. Ja, es war ja auch viel Platz. Ne? Ja. Man konnte auch viel, viel zugreifen. Und es wird teurer. Es gibt, weil wir jetzt so schön über den Osten sprechen, es gibt eine andere... Sie sind doch Ostbeauftragte. Ja, deswegen muss ich ja auch darüber reden. Es gibt eine andere schöne Stelle in dem Buch. Sie beschreiben, wie das Leben in West-Berlin in den 80er Jahren so war. Nicht nur günstig, sondern auch frei. Ich habe den Eindruck, Sie haben sich wohl gefühlt. Und dann kommt der schöne Satz, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, hätte sich noch weitere 50 Jahre nichts getan. Bei Ihnen auch nicht? Na ja, nö. Also es war ja so ein Biotop. Ne? Die Mauer hat ja uns alle geschützt. Und praktisch waren alle Kinder, die nur irgendwie einen Bart gekriegt hatten. So ein bisschen. Ne? So wie jetzt der Prenzlauer Berg. Da sehen ja auch alle aus wie Kinder, bis sie dann Uropas werden. Und so ähnlich war es in West-Berlin. Es war immer, alle Kneipen waren immer auf. Alle kannten alle. Weil das so klein war, die Kunstszene. Die paar Kneipen, die es gab. Also es war schon sehr familiär. Und... es trafen sich die Kriegsdienstverweigerer und ein paar Hebammen und dann noch ein paar Künstler. Also es war so nett. Und eigentlich hat auch einen keiner gestört, weil die wenigsten haben sich hereingetraut. Man musste ja durch den Osten fahren. Insofern war es irgendwie lässig, wahnsinnig billig und harmlos auf eine bestimmte Weise. Eine kleine Insel. Das heißt aber dann doch, dass wir es den Ostdeutschen zu verdanken haben, dass wir heute über solche Bücher reden können. Das haben Sie ja gut gewendet als Ostbeauftragter. Ja, ich werde dafür bezahlt. Ja, ich weiß, merke schon. Vielleicht auch. Also es war natürlich auch eine Erschütterung für beide Seiten. Natürlich, es war ja jetzt nicht, dass es nicht schön war. Aber ich finde es gut, dass das passiert ist. Ja, und ob es der Osten zu verdanken hat, weiß ich nicht, wem genau, oder der Mann mit diesem Fleck da oben auf der Stirn. Wie auch immer, es hat auf jeden Fall was in Bewegung gebracht. Und ob 50 Jahre nichts passiert wäre, weiß ich nicht, vielleicht auch nur 100. Aber ich glaube nicht, dass so viel passiert wäre wie jetzt. Wir hören gleich wieder auf, mit dem Osten zu reden. Aber eine Frage will ich noch stellen, weil Sie kommen viel, Sie fahren ja überall rum und lesen und tragen vor und sind auch schauspielerisch unterwegs und inszenieren, haben wir alles gehört von Gabi. Jetzt so 30 Jahre später, beispielsweise über so ein Buch. Merken Sie einen Unterschied, klar, wenn Sie im Westen und im Osten über dieses Thema und also worin besteht da? Also man merkt Unterschiede, egal wo man liest. Der Osten reagiert auf die Sprache, immer noch. Also der Sprachwitz ist ein großes Thema, weil, so würde ich jetzt mal behaupten, die Ostler gelernt haben, die Zwischentöne zu hören. Außerdem muss ich hier nicht erklären, wer Marschall Tito ist oder war. Das muss ich ja sonst im Westen doch noch ein bisschen. Und auch diese Ambivalenz, die alle zu ihm hatten, muss man ja auch sagen. Ich meine, es gab Goliotok, das war eine Insel, wo er die Verdammten hingeschleppt hat. Und gleichzeitig war der Partisanführer. Also all das musst du im Westen richtig stundenlang erklären, musst du im Osten nicht.
aber man kann auch Unterschiede sehen, wenn ich im Rheinland lese. Es ist sehr viel lustiger als in Schwaben, was man sich ja unschwer vorstellen kann. Wenn man Schwaben kennt, kann man das sich sofort vorstellen. Das kann man sich auch so vorstellen, ohne dass man es kennt. Also ja, es gibt Unterschiede, aber vor allen Dingen, wenn ich über den Balkan rede und wenn ich auch die Theatergeschichten beschreibe, die kennt man in bestimmten Teilen mehr als in anderen. Wollen wir mal über das Theater etwas hören? Ja, also ich lese daraus vor. Ich habe schlecht geschlafen. Zwar war das Fenster die ganze Nacht offen, aber es bleibt stickig und schwül. Abends habe ich es mir notdürftig gemütlich gemacht, Musik und Kerzen. Nur noch 6 Wochen. Nur noch 6 Wochen, dann darfst du wieder nach Hause, habe ich als Mantra vor mich hingemurmelt und dabei aus dem Fenster auf die Kfz-Werkstatt und den Aldi-Parkplatz geschaut. Ich liebe meinen Beruf, also ich liebe es, Opern zu inszenieren. Es gibt nichts Schöneres als die Musik. Die Oper ist das opulenteste Fach im Theater, so eine Art Königsklasse. Aber es ist schon eine echte Prüfung, sonntagabends in einer mittelgroßen deutschen Stadt vor Anker gehen zu müssen. Leere, Einöde. Die Innenstadt, ein Konzentrat des Nachkriegsdeutschland. Nur ein paar Heimatlose wie ich irren vom Bahnhof in die Fußgängerzone. Wenn man Glück hat, hat der Chinese geöffnet und man kann sein Heimweh in Süß-Sauersoße ertränken. Ich verstehe nicht, dass den Theater Folgendes nicht klar ist. Wenn sie ihre Gastregisseure angenehm unterbrächten, wären diese glücklicher, würden bessere Leistungen vollbringen, die Produktion bekäme durchschlagendes Format, alle Vorstellungen wären gut und ausverkauft. Stattdessen stellen sie einem die trostlosesten Unterkünfte zur Verfügung. Man sei doch sowieso die meiste Zeit im Theater. Mein Buddha steht neben meiner Zahnbürste, er wird's schon richten. Keine Zeit mehr für Lamoyanz. Theater ist zu 40% Talent, der Rest sind Disziplin, Durchsetzung und Durchhaltevermögen. 10 Uhr morgens, Konzeptionsprobe im Probensaal A, 3 Stockwerke unter Tage. Draußen sind mittlerweile 27, im Keller 8 Grad, die Klimaanlage lässt sich nicht regulieren. Ich stelle mein Konzept in Schal und Mütze vor. 70 Augenpaare schauen mich an, Sänger, Sängerinnen, Requisite, Soufflöse, Ankleiderinnen. Ich hoffe, keinen Restjoghurt an der Lippe zu haben. Die Gewerke wirken müde, hängen schlaff auf ihren Stühlen. Die Zeichnungen mit den Figuren der einzelnen Rollen schief an der Wand. Ich rede um mein Leben. Vom Chor kein Lächeln, keine Reaktion, kein Lebenszeichen. Ich finde, es ist eine beachtliche Leistung, so lange auszuhalten, ohne zu atmen. Ich habe gelernt, mich davon nicht verunsichern zu lassen. Ich lächle und atme für Sie alle gleich mit. Frage mich gleichzeitig, warum ich eigentlich diesen Beruf überhaupt ausüben wollte. In der Pause bleibe ich stoisch im Probenraum, obwohl ich meinen deutschen Pass für einen Espresso hergebe und plaudere mit den Damen und Herren des Chores. Mein Namensgedächtnis ist eine Katastrophe, aber ich lege mich ins Zeug. Dem besten Tipp folgend, den mein Freund Uwe, seines Zeichens erfolgreicher Opernregisseur, mir je gegeben hat. Lern die Namen der Chormitglieder als erstes. Also frage ich Vesela, Borjana, Willislava, Nasko, Veschko und Juri, was sie denn von Mozart halten und woher sie denn kommen. An diesem Haus stammen die meisten aus Moldawien, Mazedonien oder Albanien. Länder, die bis noch vor wenigen Jahren keine Autonomie besaßen und auf den Namen Balkan hören. Also spreche ich beherzt Serbokroatisch, wenn sie mein Deutsch noch nicht verstehen. Das Serbokroatische hat mit dem Rumänischen, also mit dem Moldawischen, genauso wenig zu tun wie das Deutsche. Aber ich will Ihnen zeigen, dass auch ich von woanders komme und Marschall Tito praktisch unser aller Patenonkel war. Nach der Pause weiß ich bereits, wer aus welchem Dorf kommt, wer Würste einmacht oder im Keller Schliwowitz brennt. Die Pause ist fast so Ende, als eine Frau auf mich herkommt. Ich bin die Soufflöse. Bitte? Ich bin die Soufflöse. Ich heiße Susanne. Wie kann ein Mensch mit einer kaum verständlichen Aussprache Soufflöse sein, denke ich. Sie muss so um die 60 sein, ihre blonden Locken gehen stellenweise ins Grau über. Sie ist sehr gepflegt, auf ihrer hellen Haut tanzen Sommersprossen. Sie war mal schön, denke ich, jetzt ist sie zu mager, also jedenfalls für meinen Geschmack. Sie spürt meinen Blick, also sage ich schnell, freut mich, Susanne. Mich auch, mich auch.
Dann lächelt sie gewinnt, um im nächsten Moment die Lippen aufeinander zu pressen und meine Hand mit erstaunlicher Kraft festzuhalten. Ich müsste dann jetzt weitermachen. Sie flüstert, natürlich, natürlich, lässt aber meine Hand nicht los. Also gleich ist der Chor zurück. Ich würde dann gerne eine kleine Szene anlegen, wenn wir schon mal alle so nett zusammen sind. Gute Idee, sagt sie, lässt aber meine Hand immer noch nicht los. Die Hand, Susanne, die Hand, die bräuchte ich dann jetzt. Es ist erstaunlich, was für Leute im Theater Unterschlupf finden. Der Chor hat sich in der Zwischenzeit auf der gesamten Probebühne verteilt und gemütlich niedergelassen. Ich bitte alle aufzustehen, was sie sehr ungern tun. Aber genau darum geht es. Ich muss meine Autorität gleich zu Beginn beweisen, sonst kann ich die nächsten Wochen komplett vergessen. Susanne, die Souffleuse, schiebt mir einen Zettel herüber. Ich zische nicht jetzt. Aber sie insistiert, ich müsse den Zettel bitte lesen. Das tue ich unwillig und schnell. Auf dem ausgerissenen Notenblatt steht allen Ernstes. Ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Sie sind ganz, ganz toll. Ja, danke, sage ich und nicke irritiert rüber. Also wenn das 6 Wochen so weitergeht, bin ich anschließend reif für die Psychiatrie. Der Chor hat sich in der Zwischenzeit wieder bequem hingesetzt. Wenn man nicht aufpasst wie ein Luchs und sie durchgehend mit Aufgaben füttert, schalten sie automatisch in den Ruhemodus. Vielen Dank den Damen und Herren des Chores, dass Sie so voller Energie eingestiegen sind. Sie dürfen jetzt gehen. Sofort kommt Bewegung in die Masse. Alle springen auf und rennen davon, als wären sie zusätzlich im Import-Export tätig. Nach einer Chorprobe fühle ich mich immer so, als wäre ich soeben von einem Traktor überfahren worden. Einem dieser großen Roten aus der Kolchose. Ich habe stundenlang ein Fiepen im Ohr. Ich muss sie unbedingt sprechen, höre ich in die Stille hinein. Wieder diese Stimme. So viel zum Theater. Ich habe das Buch in einem Stück durchgelesen und wenn man nur diesen Teil hört, denkt man sich, mein Gott, man kommt ja aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Und wenn man 2, 3 Seiten weiterblättert und liest, dann braucht man nach 5 Seiten erstmal eine kurze Pause, um durchzuatmen, weil es über was ganz anderes geht und es sehr ans Herz geht und sehr traurig wird. Kann man über bestimmte Dinge nur so reden, indem man versucht, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, mit Humor zu verbinden? Also ich kann nur sagen, ich kann es nur so. Es gibt schon Momente, da geht es mir so dreckig, da fällt auch mir kein Witz ein. Das ist aber relativ selten. Über die Synagoge, jetzt fällt mir schon wieder einer ein, über der Synagoge ist ein Schild, auf dem steht, ohne Kippa in die Synagoge zu gehen, ist genauso schlimm, wie seine Frau zu betrügen. Der Moschee steht davor und sagt, ich habe beides probiert, das eine kann man nicht mit dem anderen vergleichen. Und mir fällt deshalb dieser Witz ein, weil wenn ich im Theater eine Komödie inszeniere, ist das sehr viel mehr Arbeit und sehr viel weniger Ruhm. Weil bei einer Tragödie sind alle so gerührt oder schon tot. Du weißt es ja nicht an den Reaktionen, weil es ist still. Bei der Komödie merkst du sofort, ob einer lacht oder nicht. Aber ich denke, das ist die Königsklasse. Also Peter Ustinov, Anke Engelke, Bastian Pastewka, das klingt jetzt komisch, aber die sind für mich alles ein bisschen Helden. Buster Keaton, Charlie Chaplin, das sind alles Leute, die extrem anstrengend sind, Perfektionisten, aber irgendwie an einem bestimmten Punkt sich selbst nicht so ernst nehmen. Weil es gibt was Größeres, was wichtiger ist. Aber können wir Deutsche das auch? Natürlich. Bei diesem Thema? Also Anke Engelke ist doch, glaube ich, eine Deutsche. Aber bei diesem Thema können wir... Aber Sie reden jetzt über den Holocaust. Natürlich. Ist ja Thema unseres Buches oder Ihres Buches. Also klar, es ist natürlich anders. Kommt drauf an. Also können Sie, was Sie meinen, ist, können Sie blöde Witze über den Holocaust machen? Zum Beispiel? Ja, das ist ja sowieso schwierig, finde ich. Die Sache mit den blöden Witzen über den Holocaust.
also die sind schnell despektierlich und brutal. Das ist uninteressant. Aber ich glaube, dass auch Deutsche, falls man das so generalisieren darf, ruhig auch, wie soll ich sagen, ihr Verhältnis nochmal überprüfen können zum Holocaust, sprich sich das genau anschauen. Nicht nur, ich finde, dass die Scham und die Täterrolle sie auch ein bisschen in die, wie soll ich sagen, Ohnmacht versetzt hat. Ich bin Deutscher, das ist so schrecklich, was meine Vorfahren gemacht hat, da bin ich am besten ganz still. Das bringt ja nichts. Und ich finde ja, dass in Deutschland wirklich viel gemacht wurde zu dem Thema und wirklich viel sich auseinandergesetzt. Und das kann ich nur beherzigen. Und ein Teil davon ist auch schwarzer Humor. Halle ist ein Jahr her. Ich muss darauf zu sprechen kommen, weil wir hier in Sachsen-Anhalt sind. Ich habe das gerade versucht zu beschreiben, wenn man das Buch liest. Es beschleicht einem ab und zu dann doch so, wo man so kurz innehält und zumindest als Deutscher irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommt gerade. Mensch, du, jetzt lachst du hier über so, also wirklich einen wunderbaren Humor und auf der nächsten Seite, wir kommen ja im Laufe des Abends noch dazu, lesen wir Zeugenberichte aus dem Sonderkommando und das ist so, so eng beieinander. Na, aber wenn ich die Witze nicht machen würde, also das, der Stoff, den ich verkaufen will, oder den ich Ihnen soufflieren möchte, deshalb habe ich ja auch eine Soufflöse genommen, ist eine wahre Geschichte. Ich möchte gern, dass diese Geschichten nicht verloren gehen. Wenn ich aber hingehen würde und würde ein Buch über den Holocaust schreiben, dann würden den 3 Leute lesen. Ich will aber, dass das 300 Leute lesen oder 3000 oder 30.000. Also muss ich mir was überlegen, wie ich es schaffe, dass die Menschen das lesen, aber auch verkraften und an sich ranlassen können. Darum geht es ja. Es geht ja darum, dass man etwas sich anguckt, was schwer ist. Und wenn ich mit dem Hammer da stehe und sage, boah, deine Vorfahren waren schuld, dann hat kein Mensch mehr Lust, sich das anzugucken. Wollen wir ein bisschen was hören von der Geschichte der Soufflöse? Ja, also diese Soufflöse möchte mich treffen. Das sagt sie in einem Café und ich gehe davon aus, dass sie eine Philosemitin ist und irgendwann entpuppt sich, dass sie doch Jüdin ist. Und der Intendant schlägt vor, dass ich sie besuchen soll. Und zwar schlägt er das so vor, und das ist das Interessante. Karl ist der Intendant, eigentlich mag ich Karl, er ist ein entspannter Zeitgenosse. Auch wenn er wie fast alle Intendanten das Spiel mit der Macht zu sehr genießt. Und wenn er nur nicht dieses Faible hätte, dauernd jüdische Witze zum Besten zu geben. Er hält es, glaube ich, für eine Art Vergangenheitsbewältigung oder für eine Auszeichnung, jüdischen Humor nicht nur zu verstehen, sondern auch zu praktizieren. Alles gut bei den Proben, fragt er mich. Ich höre, dass dir unsere Soufflöse Kummer bereitet. Unsere jüdische Soufflöse. Das ist eigentlich ein schöner Titel für ein Buch, nicht wahr? Ah, kennst du den? Lea weckt ihren Sohn Jossi. Jossi, steh auf, es ist schon spät, du musst in die Synagoge. Jossi will nicht. Lea insistiert. Los, los, rasch. Jossi sagt, da gehe ich nicht hin. Ich habe mindestens 2 Gründe, um nicht zu gehen. Erstens, die mögen mich dort nicht und zweitens, ich mag sie auch nicht. Lea sagt, du gehst trotzdem. Ich nenne dir 2 Gründe, warum du gehst. Erstens, du bist 50 und zweitens, der Rabbiner. Ja, nicht schlecht, oder? Karl, bitte, jetzt keine Witze. Was machen wir denn mit der Soufflöse? Nichts, sagt Karl. Wir halten sie aus. Da sind wir den 6 Millionen schuldig. Geh sie doch mal besuchen. Wenn du ihre Geschichte hörst, wirst du sie verstehen. Ah, kennst du den? Kohn fragt seinen Schneider, kannst du mir machen einen Anzug, aber ganz eng? Bitte, vorne keine Falte, vorne so eng, dass man sieht das Geschlecht. Muss dir machen, keine Sorgen, antwortet der Schneider, werde ich dir machen einen Anzug so eng, dass man sieht die Konfession. Susanne hat sich in eine Decke gewickelt, die Vorhänge sind zugezogen. Ich denke unwillkürlich an die letzten Kapitel von Anna Karenina, kurz bevor Anna zum Bahnhof eilt. Er war auch nicht mehr zu helfen. Wo soll ich anfangen? Ja, woher soll ich das denn wissen? Verstohlen schiele ich auf die Uhr. Um 18 Uhr ist Probe, das weiß sie so gut wie ich. Lasset jede Hoffnung fahren, stelle ich mir vor.
draußen scheint die Sonne, man könnte sich wunderbar unter das Ozonloch setzen und sich einen gepflegten Hautkrebs zulegen. Stattdessen hocken wir im Halbdunkel dieser ungelüfteten Stube und befinden uns auf der Zielgeraden zu einer schönen Depression. Dummerweise bin ich gleichzeitig schrecklich neugierig. Also frage ich Susanne, Susanne, was ist denn dein Problem? Ich duze sie. Susanne lächelt mit einer gewissen Zufriedenheit. Sie hat mich an der Angel. Ich möchte meine Familie finden, antwortet sie. Ich suche sie schon seit mehreren Jahrzehnten und du könntest mir helfen. Das spüre ich. Im Spüren scheint Susanne eindeutig mehr Fähigkeiten zu haben als im Soufflieren. Ist für so etwas nicht das Rote Kreuz zuständig oder der Zentralrat der Juden oder Lea Roche, frage ich scheinheilig. Susanne hat sich im Bett zur Wand gedreht, wie ein beleidigtes Kind. Bitte, Susanne, wieso ich? Sissele, sag Sissele zu mir, mit langem I, wie sie's, Sissele. Also, Sissele, sage ich samtweich. Ich kann dir nur helfen, wenn du mir ein paar Informationen gibst. Ich war knapp ein Jahr alt, als meine Eltern mit mir aus Israel nach Deutschland kamen, in ein DP-Camp. Meine Mutter Malka hatte eine ältere Schwester dort, Rachel, 1953. Was geht's mich an, möchte ich sagen, frage aber stattdessen aus Israel nach Deutschland in ein DP-Camp? Ich dachte, in den Displaced Person Camps seien nur Überlebende der Lager gewesen. Also warum sollte jemand, der es nach Israel geschafft hat, nach Deutschland gehen? Gerade nach Deutschland und wieder in ein Lager? Sie waren ja auch Überlebende. Sie hatten nur einen Umweg über Israel gemacht. Irgendwie waren wir doch alle Überlebende, sogar wir Kinder, obwohl wir gerade erst geboren worden waren. Aha, stammle ich. Wir sind alle Überlebende. Ich könnte sofort einen Grappa trinken oder noch Stärkeres. Oder ich lege mich einfach neben sie ins Bett und lasse mich in das dunkle Loch der Shoah-Geschichten fallen. Auch Sissele ist blass. Ich verstehe nicht, warum sie sich und mir eine neue Variante der ewig gleichen Geschichte antut, die nur Kummer bringen kann. Meine Mutter Malka hat meinen Vater Fischel in Israel kennengelernt. Ihr Vater, also mein Großvater, hatte eine kleine Farm. Fischel war Knecht und half bei der Ernte. Er war schnittig, erzählte Mama mir, sie verliebte sich mit 15, die Eltern waren dagegen. Sie redeten ihr gut zu, der Mann tauge nichts, außerdem sei er 16 Jahre älter mit einer merkwürdigen Vergangenheit. Mit 16 aber war sie schwanger von einem über 30-jährigen Mann, der Auschwitz überlebt hatte, im Sonderkommando. Sonderkommando, ich schlucke. Ich bin keine Spezialistin, aber ich weiß, dass nur wenige das Sonderkommando überlebt haben. Ich habe einiges gelesen und mir danach gewünscht, es nicht getan zu haben. Wer zum Sonderkommando gehörte, war ein Gezeichneter. Man mied diese Menschen wie Aussätzige. Sie waren die verlängerte Hand des Todes, Geschöpfe der Unterwelt. Wer heute darüber spricht, wer jetzt zuhört, wird er automatisch auch zu einem solchen? Sissele sieht mich prüfend an. Ich möchte, dass sie weiterspricht und ich möchte, dass sie schweigt. Aber vor allen Dingen lasse ich mich nicht ködern und nicht erpressen und vom Tod schon mal gar nicht. Und nur weil ich eine Jüdin bin, muss ich nicht zwangsläufig die Bürde jeder anderen Jüdin der Welt auf mich nehmen. Also lasse ich mich los und marschiere zur Tür. Wie konnte dein Vater das Sonderkommando überleben? Frage ich, die Klinke schon in der Hand. Das ist ein Fehler, aber ich möchte es wirklich gerne wissen. Ich wollte nur eine Sache sagen. Bitte. Zur Halle. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, weiß es nicht, die Gabi weiß es genauer, in Magdeburg aus dem Buch gelesen. Da war das ganz frisch draußen. Durch Halle ist was passiert, auch bei mir. Ich bin ja diejenige, wo alle immer sagen, ich mache in Schöneberg das Licht aus, weil ich als Jüdin als Letzte weggehe. Ich gehe nicht weg, aber es hat mich alarmiert. Und ich bin auch nicht mehr so entspannt, was das Thema betrifft, wie vorher. Da war ich ja die größte Versöhnerin unter der Sonne. Das bin ich so nicht. Das wollte ich nur noch mal zur Halle sagen. Ihre Eltern sind auch mit Ihnen zusammen, also nicht zusammen, aber am Ende waren Sie alle in Deutschland, nach dem Holocaust, nach Deutschland. Ja, nicht freiwillig.
aber trotzdem nach Deutschland. Ja, weil meine Mutter als deutsche Jüdin in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung gekriegt hat. Und sie wären lieber in Italien geblieben, aber sie waren eben, meine Mutter war eine Deutsche und dann konnte sie hier arbeiten. Und sie wollten in Europa bleiben und nicht ins, nach Amerika oder Kanada oder Australien auswandern. Wir reden über Gießen. Ja, Weltstadt Gießen. Ja. Ja gut, aber hier haben wir auch nur eine Weltstadt neben der anderen. Also wir haben Verständnis für kleinere Gemeinden. Wenn man als jüdische Partisane nach Gießen kommt und die jüdische Gemeinde wieder mit aufbaut, können Sie uns ein bisschen was erzählen darüber? Also dazu muss man sagen, dass mein Vater war fast General unter Marschall Tito. Also der war wo ganz anders. Und dann hatte er einen Scheinprozess. Auch das ist etwas, was ich im Osten nicht erklären muss, was man hier versteht. Er wurde rehabilitiert, aber es reichte, um alle Juden aus der Partei rauszuschmeißen. In den Anfang 60er Jahre, 63, 64. Und dann ist er geflohen, weil er Angst hatte, er kommt auch nach Goliotok und ist erst in die Schweiz. Da hat er versucht, Schweizer zu werden. Das hat nicht geklappt. Und dann hat meine Mutter... dass sie eine deutsche Jüdin ist, mein Vater ist ein sfardischer Jude, ein spanischer Jude, in Gießen was gekriegt. Und im Alter wird man ja religiös, das ist nicht nur ein jüdisches Problem. Also das habe ich mir sagen lassen, dass das auch bei den Christen vorkommt, mit Schauen Weihnachtsbaum und so. Ach, mit ich weiß nicht, wie alt sie sind. Jetzt schon klar. Ja, aber sie werden irgendwann Weihnachtslieder singen und so. Ich bin jünger, als ich aussehe. Machen Sie weiter. Ich habe noch gar nichts gesagt dazu. Aber auf jeden Fall... wurden sie religiös, also ihre Identität wurde ihnen wichtiger. Und dann haben sie eben diese Landsynagoge von Wora nach Gießen transportiert. Und das wurde ein Lebenswerk, sie haben von gar nichts anderem mehr geredet als davon. Inzwischen denke ich, es ist was ganz Tolles, weil kaum eine Stadt in Deutschland hat die Versöhnung so konkret betrieben. Weil ganz Gießen musste mitarbeiten. Also der Dekan der Universität war der Schatzmeister. Die Sekretärin hat die Stullen geschmiert. Also ganz Gießen eine jüdische Gemeinde. Und alle haben sich gestritten und vertragen. Und das nenne ich Aufarbeitung. Was Besseres kann man sich nicht wünschen. Weil man meine Eltern gemocht hat, aber auch natürlich gegen die auf den Senkel. Dann hat man sich mit ihnen gestritten. So soll es sein. Und da hat natürlich Gießen etwas, was Frankfurt nicht hat und auch nicht München und auch nicht Berlin, sondern sie haben etwas Gemeinsames gebacken. Das finde ich ganz toll. Die Zeit bis dahin, ich glaube, es waren so 15, 20 Jahre, waren meine Eltern nicht zu gebrauchen und die anderen Gießen eigentlich auch nicht. Sie gehen mit Sisela auf die Reise. Boah, sie wollen ja echt hart. Ja. Sie helfen ihr. Ja. Wir wollen ein bisschen was davon hören. Also Sisele, oder ich zumindest, ich glaube sie auch. Sisele möchte auf die Reise gehen und Sie werden sehen, das Kapitel wird ziemlich hart und Sie werden dankbar sein, dass Sie die zwei Witze noch vorher gehört haben. Wir fahren in meinem Wagen. Susanne hat Flugangst und Züge erträgt sie nicht wegen der Transporte. Also bleibt nur das Auto. Mein Wagen ist alt und klapprig, hat zudem nur 3 Zylinder. Ich bin mir nicht sicher, ob wir über den Berliner Ring hinauskommen werden. Susanne sitzt am Steuer. Sie hält es nicht aus, Beifahrerin zu sein. Ich möchte, dass sie zufrieden ist und mich eines Tages irgendwann einmal wieder in Ruhe lässt. Also sitze ich neben ihr und beiße die Zähne zusammen. Sie redet mit den Händen und überlässt das Lenkrad dabei sich selbst. Wir fahren kleine Schlangenlinien, eingeklemmt zwischen 2 LKWs. Bad Arolsen liegt in der Nähe von Kassel, rund 400 Kilometer von Berlin. Wir sind um 6 Uhr losgefahren. Dementsprechend einsinnig bin ich. Ich kürze ab. Wenn wir in Bad Arolsen. Wir folgen der Historikerin vorbei an Hunderten von Regalen mit Ordnern. Rechts, links, überall Ordner, ein Labyrinth von A bis Z. K wie Kafka würde in diesem Moment aus dem Regal springen, es würde mich nicht wundern. Die Historikerin hält vor dem C-Regal, kramt eine Weile und hält schließlich die Akte von Fischel Heimberg in der Hand. Ein brauner Umschlag. Auf der Vorderseite ist der Inhalt vermerkt, eine Häftlingspersonalkarte, eine Schreibstubenkarte, eine Effektenkarte und ein Fragebogen. Dazu die Tätowierungsnummer aus Auschwitz und die Häftlingsnummer aus Mauthausen. An dem Fragebogen sind einige handgeschriebene, nur schwer lesbare Seiten angehängt. Deggendorf im Mai 1946. Ich,
Fischel-Heimberg habe vom April 1943 bis Januar 1945 im Sonderkommando in Auschwitz arbeiten müssen. Warum gerade ich für diese Arbeit ausgesucht worden bin, weiß ich nicht. Auch nicht, warum er mich nicht, wie fast alle anderen auch, nach wenigen Monaten vergast hat. Ich bin am Leben geblieben, ohne besonderen Grund. Die Arbeit sah folgendermaßen aus. Die Juden, die gleich vergast werden sollten, mussten ruhig gehalten werden. Still sollte es zugehen. Gesprochen haben wir nur das Nötigste. Bitte ziehen Sie Ihre Kleider aus, Sie werden in die Duschen geführt. Es ist gut, dass Sie hergekommen sind. Sie werden gebraucht. Manchmal war ich zu müde. Dann habe ich nicht bitte, sondern schnell, schnell gesagt. Ich konnte mittlerweile ganz gut Russisch, Ungarisch und natürlich Deutsch. Die Kleider wurden sofort sortiert, das Essen konnten wir nehmen. Wertgegenstände waren abzugeben, wer beim Klauen erwischt wurde, wurde sofort erschossen. Die Toten haben sich aneinander gekrallt. 200 Tote die Stunde, 12 Stunden Dienst, monatelang. Nach jeder Vergasung war der Raum zu säubern, vollständig. Dann wurden die Leichen durch den Korridor zu den Krematorien gefahren. Durch die Arbeit im Sonderkommando bekamen wir ein paar Vergünstigungen, bessere Lebensmittel oder den Zugang zur Frauenbaracke, wo ich Shaina aus dem Ghetto Lodge wieder traf, die ich mit warmer Kleidung und etwas Essen versorgen konnte. Shaina durfte am Leben bleiben, weil ich andere verbrannte. Die Transporte hörten von einem auf den anderen Tag auf. Plötzlich roch es nicht mehr nach Verwesung. Kein Mensch musste mehr entsorgt werden. Wir wurden auf den Todesmarsch Richtung Mauthausen geschickt. In Mauthausen gab es kaum noch SS. Die meiste Zeit habe ich auf der Pritsche gelegen und mich totgestellt. Dabei war ich nicht einmal ernstlich krank. Nichts fehlte mir, außer Shaina. Ich bin in das DP-Lager Deggendorf gebracht worden. Seitdem denke ich nach. Nichts weiter, aber es fällt mir nichts ein. Welcher Monat ist heute? Es riecht nach Flieder. Ich war so sicher, dass Shaina mich irgendwann einmal heiraten würde. So sicher. Jetzt aber stimmt nichts mehr. Nicht einmal, dass wir alle befreit worden sind und dass der Krieg zu Ende ist. Es ist doch zum Lachen, dass man überlebt und dass die große Liebe weg ist. Sisele ist blass und weint. Wortlos schiebe ich ihr den Käsekuchen rüber. Ebenso wortlos essen wir. Es geht nichts über Zucker, so nah am Abgrund. Ich weiß nicht, wie lange wir im Archiv waren. Es ist später Nachmittag, als wir den Lesesaal verlassen und es schüttet draußen aus allen Wolken. Ich kann mich nicht erinnern, wann es jemals so ein Unwetter gab. Vom Archiv bis zu den Baracken sind es nur wenige Meter. Wir sind augenblicklich von Kopf bis Fuß durchnässt. Dieser schreckliche Witz in meinem Kopf. Es gab auch einen SS-Mann, der im Lager gestorben ist. Er fiel betrunken vom Wachturm. Kennst ihn nicht, ne? Sisele grinst schräg. Am Steinbruch, dem Wiener Graben, herrscht Windstärke 10. Wir halten uns aneinander fest, um nicht über den Rand geweht zu werden. Wir stehen und frieren, aber wir gehen nicht weg. Wir zählen die Stufen zum Steinbruch, runter und wieder hoch, wieder und wieder. Schwankende Gestalten in gestreifter Häftlingsbekleidung. Wind, Regen, Steine. Ich bin nicht gut im stillen Aushalten. Ich renne gern. Liebe alles, was sich bewegt, bin eine gute Läuferin, eine schnelle Schwimmerin, sprinte mit dem Rad durch die Städte, meine Gedanken jagen einander, ständig neugierig auf Neues. Hier steht die Zeit still. Hier gibt es keine Bewegung. Alles ist irgendwann erstarrt. Das Entsetzen ist in jedem Stein, in jeder Stufe. Die zarte Sisele steht ruhig und unbeirrt neben mir. Ihre Augen wandern langsam über die Szenerie. Zum ersten Mal bekomme ich eine Ahnung davon, warum dieser Mensch in mein Leben getreten sein konnte. Sisele, die die Koordinaten zurechtrückt. Wir haben viel über Fischel-Heimberg erfahren, ihren Vater, aber keine Familie gefunden, nicht einmal eine Spur. Irgendwann sind wir doch noch gefahren, in der Nacht, durch den Bayerischen Wald. Sie schreiben an einer anderen Stelle, jetzt lese ich mal, aber nicht so lang. Wie weit ich mich auch vom Zentrum entferne, es übt stets Kraft auf mich aus, es lockt mich, es zieht mich zurück. Es gibt mir sogar kaum zu glauben Halt. Es ist meine künstlerische DNA. Es füttert alle meine Arbeiten. Was hat eine Rossini-Oper mit der Vernichtung der Juden zu tun? Die Fledermaus mit dem Zweiten Weltkrieg? Nichts. Und dennoch. Naja, also es soll jetzt nicht heißen,
Gott sei Dank gibt es den Holocaust, dann habe ich immer was zu schreiben. Das meine ich nicht, aber ich habe auch Arnon Grünberg angeführt, das ist ein Autor aus den Niederlanden, der, keine Ahnung, 25 Bücher geschrieben hat und der ist so 45 und der beschreibt, dass seine Mutter, die mehrere Lager überlebt hat, ist eigentlich das Zentrum seines Oeuvres. Alles andere, was er schreibt, ist nur das Beinwerk. Und ich weiß, was er meint. Weil das ist ein so wichtiges Thema in meiner DNA, deshalb nehme ich auch das Wort DNA, dass ich es immer wieder umkreise. Nicht in den Opern. Was? Natürlich nicht. Gott sei Dank, da erhole ich mich. Aber ich erhole mich auch beim Schreiben, weil ich durch Sissele mich getraut habe, mir zum Beispiel das Sonderkommando genauer anzuschauen, was ich mich vorher nicht getraut habe. Und ich glaube, dass man die Traumata, die nicht nur meine sind, sondern unserer Gegenwart, wir sind ja alle Kinder und Enkel des Krieges, nur bewältigen kann, indem man sie sich anguckt. Das glaube ich. Vielleicht liege ich falsch. Und durch Sissele habe ich mich getraut. Und ich werde wahrscheinlich immer wieder über Gießen schreiben. Mein anderes Trauma, nein, aber über Gießen und natürlich auch über die Shoah. Das ist ein Teil. Aber ich habe das ja ins Theater gepackt. Und nicht nur, damit es lustig ist, so wie Medizin auf Zucker, sondern weil ich glaube, dass das Theater die einzige Form ist, die sowas aushält. Also so emotional und so empathisch, wie wir im Theater sind und auch so mutig in der Auseinandersetzung, da passt so eine Geschichte ganz gut rein. Ich glaube, im Finanzamt wäre sie schwieriger, glaube ich. Und außerdem, also jetzt Theater, man braucht ja nicht zu töten, weil Medea das ja praktisch schon macht. Ne? Also wir erledigen ja im Theater stellvertretend Dinge für andere. Deshalb gibt es ja Theater, deshalb ist das ja so eine Katastrophe jetzt, wo da, die Kunst nicht stattfindet. Also der Spiegel einer Gesellschaft findet nicht statt. Und ich finde, die Geschichte von Sissele gehört als Spiegel einer Gesellschaft erzählt und angeguckt. Dann ist sie wieder ein Teil. Ne? Ich glaube, wenn wir diese Geschichten rausschieben, dann, weiß ich nicht, also es gibt so einen Aufsatz von Hannah Arendt, wo sie beschreibt, wie sie durch eine deutsche Stadt geht und wie der Wiederaufbau stattgefunden hat und wie sie alles schnell weggeputzt haben. Und sie sagt, das wird ein Fehler sein. Das schnelle Aufräumen wird ein Fehler sein, weil das kommt wieder hoch. Und ich glaube, je klarer man sich die Sachen anguckt, desto besser. Und eingebettet ins Theater kann man das ganz gut aushalten. Sie erzählen nicht alles in dem Roman, manches dokumentieren Sie auch nur. Sie meinen die Akten? Die Akten. Die sind die gibt es genauso. Kann man es nicht erzählen oder wollten Sie es nicht erzählen, sondern einfach abbilden? Das ist eine gute Frage, Matthias. Ich habe letztens festgestellt, dass in allen meinen Büchern irgendwann Akten vorkommen. Also nicht in dem Das Meer und ich, das sind Kurzgeschichten, da passen nicht rein, aber Deutschland ist ja auch im Guten wie im Schlechten ohne Akten nicht zu denken. Also ja, irgendwas ist da, also ich habe sie natürlich auch ein bisschen umgebaut, also hier erzähle ich ja in der Ich-Form. Aber es ist wirklich so, dass man in Bad Arlotzen die Schubladen rauszieht, jetzt inzwischen auch am Computer, und alles finden kann, diese Lebensläufe. Also zum Beispiel hat Chaim, der wollte nach Kanada. Das ist der Vater von Sissele. Warum nach Kanada? Er hat in der Asservatenkammer gearbeitet in Auschwitz und die hieß Kanada. Und hat er den von der Joint, die Ausreisen bearbeitet haben, gesagt, Kanada, ja, da kenne ich mich aus. Das steht da. Das ist so irre, wenn man das liest. Diesen Sarkasmus glaubt man ja nicht. Und dann habe ich die Akten einmal wiedergegeben, wie meine Mutter versucht, eine Deutsche zu werden. Vielleicht ist es auch so, dass ich manches nicht so gut erklären kann oder erzählen kann, wie die Akten das machen. Auf der anderen Seite gibt es halt so viele Akten, ja. Ich weiß auch nicht, die kommen immer vor. Oder auch so in Deutscher so eine ganze jiddische Passage. Das ist so dokumentarisch.
Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber es ist so. Wenn man liest, Sissele kann besser verzeihen als sie? Naja, also ich habe mich im Laufe des Buches natürlich gefragt, was ist denn das für ein Typ, dieser Vater? Wie konnte die das aushalten? Also in dem Buch wird die Geschichte von Sissele, die eine wahre Geschichte ist, erzählt und er behandelt sie wirklich ganz schlimm und sie kommt in sehr viele Pflegefamilien, in 7 Pflegefamilien. Und sie hat das überlebt, sie ist sehr resilient. Wie konnte das sein? Warum hat sie den nicht gehasst? Und dann habe ich halt darüber nachgedacht, ich bin jetzt nicht die Heldin des Verzeihens. Also ich kriege vom Papst auf jeden Fall keinen Orden. Ich musste auch noch nicht so große Sachen verzeihen, aber ich bin keine Heldin. Ich habe, wie gesagt, schon mal 1992 schon mal verziehen, glaube ich, 86 auch mal. Egal. Also auf jeden Fall, ich glaube, dass sie verzeihen musste für sich, weil sonst hätte sie ihr Leben lang einen Monster als Vater gehabt. Und wir haben innerhalb der Juden eine große Diskussion, die gab es auch schon von Hannah Arendt, die schätze ich sehr, Hannah Arendt. Sind Kapos mitschuldig? Kapos sind die Nazis angestellt haben, es waren Juden, und die mussten die Drecksarbeit für die Nazis machen. Das ist natürlich extrem perfide, weil du nimmst die eigenen Leute, sie glauben, sie retten sich, indem sie ihre eigenen Leute wieder und so. Also es ist extrem perfide und es geht darum, wie behandelst du die jetzt innerhalb der Gemeinde? Dalinsky war ein Kapo, der erste Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Berlin. Riesenthema. Hast du den? Hast du den nicht? Wären die Nazis überhaupt so weit gekommen ohne die Kapus? Schreckliche Frage. Schreckliche Frage. Und da ich nicht wollte zu urteilen, ich wollte nicht über Fischl urteilen, wie kann ich das? Was weiß ich, wie ich gehandelt hätte? Habe ich darüber nachgedacht, ob ich verziehen hätte und wie sie gehandelt hat. Und ich glaube, sie musste verzeihen, weil sonst hätte sie nicht Frieden schließen können mit ihrem Vater. Also ich habe viel über Rache nachgedacht. Was ich ja mache in diesem Buch ist ja, ich nehme ja Libretti, Opernlibretti spielt ja in der Oper. Und Opernlibretti, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, haben hanebüchenen Geschichten. Also ganz weit vorne ist Wagner mit so Rheintöchtern. Dafür zahlen die Leute ordentlich Geld in Bayreuth, um solche Geschichten zu hören. Wenn es die Musik nicht gäbe, okay, aber auch über die kann man sich streiten. Und so eine hanebüchene Geschichte wie die von Sissele passt natürlich sehr gut neben die Libretti. Und zum Beispiel in der Entführung von Mozart geht es am Ende ganz viel um Rache. Wird Bassa Selim Belmonte töten oder nicht? Aus Rache, weil der Vater von Belmonte war sein ärgster Feind und so weiter und so weiter. Und während ich an dieser Oper arbeite, denke ich natürlich immer darüber nach, was ist Rache? Warum hat sich Sissele nicht gerecht? Also ich zeige auch, dass meine Arbeit im Theater immer wieder damit zu tun hat, mit diesen Themen, mit denen ich mich so auseinandersetze. Die Reise führt auch mal nach Island, ganz am Ende oder relativ am Ende. Und dann gibt es dort die Passage, wir waren ein bisschen verloren, aber nicht unglücklich. Die Zeit in diesem kriegsleeren Raum hat uns gut getan, ja gestärkt. Nirgends hatten wir mit unseren Neurosen punkten können, so blieb uns viel Zeit fürs Baden, Kartenspielen, Lesen und nichts tun. Müssen wir alle mal nach Island? Ja, naja, also die Erfahrung war schon irre, weil ich konnte mit der Shoah da gar nicht punkten. Also sonst bist du ja als Jude, wenn du auf einer Party sagst, ich bin Jude, dann kannst du ja auch schon die Party sprengen. Ist jetzt nicht mehr so und ich mache das auch nicht und ich bin da schon drüber. Aber in Island sind sie zwar sehr interessiert an der Shoah, aber das ist für die wie für mich dieser Matthias-Krieg, den die da hatten. Den einzigen Krieg, den die hatten, ging um Fische. Das ist doch Wahnsinn. Also für uns Europäer, es gibt hier in Europa kein Land, was den Krieg nicht kennt und die haben Probleme mit Fischen. Das ist doch irre. Die haben mich angeguckt, so. Ich war für die ein Phänomen und die waren für mich ein Phänomen. Und da hatte ich plötzlich viel Zeit.
Ich weiß nicht, ob das für jeden was ist. Es ist halt sehr schöne Natur und immer 11 Grad. Für den, der wo das mag. Ich fand's ein bisschen frisch. Mir wäre es zu kalt, ja. Ja, also es gibt ja da diese warmen Wasser, die man auch braucht. Ja. Und es ist wirklich landschaftlich sehr schön. Aber ein Land ohne Shoah, schon irre. Also da hat mir richtig was gefehlt. Ich will mal wieder zurückkommen zu Ihnen, damit wir nicht den Rest des Abends noch über diese ganz schweren Dinge nur... Sie haben ja angefangen. Ja, aber so ganz ohne wäre auch ein bisschen komisch, wenn wir heute Abend über das Buch reden würden, ohne über den Holocaust, die Shoah zu reden. Ja. Es gibt in dem Buch eine wunderbare Passage, wo Sie darüber nachdenken, wie Sie das finden, dass Ihr Sohn Schauspieler werden möchte oder werden will. Inklusive dem schönen Satz, vielleicht könnte er ihn wenigstens dazu bewegen, zu Ende zu studieren und dann meinetwegen in die Politik zu gehen. Das hat was Tröstliches für mich. Also lieber Politik als Schauspieler, warum? Also mein Sohn ist extrem eloquent, der kann einem echt einen Knopf an die Backe labern. Er sieht auch gut aus, wenn ich das auch mal sagen darf. Auch, ja. Aber ich habe früher mal gedacht, boah, der als Anwalt, weil der sich auch so interessiert hat, das wäre doch so toll. Und dann hat er auch zu Ende studiert und dann ist er trotzdem Schauspieler geworden. Aber Sie wollen jetzt hören, wie ich Politik finde. Ich mag Politik, er findet es schwierig. Er ist immer enttäuscht. Das sind manche Politiker auch, ich auch, ja. Ab und zu. Ich finde das, also mein Vater war ein extrem politischer Mensch. Extrem, wirklich. Es gab kein Essen ohne Diskussion. Und das ist etwas, was mein Sohn auch tut. Und das ist etwas, was ich eigentlich sehr schätze und sehr vermisse inzwischen. Und durch Corona ist es aber wirklich wieder passiert. In Italien werden während des Essens, man isst auch viel länger und auch viel mehr und auch viel lieber, wird sehr viel über Politik geredet. Einfach so. Das passiert in Deutschland wenig und das hat mein Vater immer getan und mein Sohn tut das auch. Und ich habe gedacht, dann kann er doch damit auch Geld verdienen. Dachte ich praktisch. Nein? Aber es ist anders gekommen jetzt. Und ja, Sie haben damit Ihren Frieden gemacht. Jetzt fällt mir natürlich wieder dieser Witz ein. Also, eine Mutter sagt zu ihrer Freundin, ich habe zwei Söhne. Der eine ist Arzt und der andere ist Anwalt. Eine jüdische Mutter natürlich. Und dann sagt sie, wo sind die? Na da, im Sandkasten. Und das ist mein Leben. Ich habe immer gedacht, einer wird Anwalt, einer wird Arzt. Und jetzt sind beide Künstler. Und das ist frustrierend. Das ist der vierte Roman, wenn ich es richtig gezählt habe. Ja. Na gut, das sind Kurzgeschichten, also drei Romane. Das vierte Buch. Ganz am Anfang standen aber nicht Bücher, sondern die Schauspielerei. Mhm. Und mehr oder weniger alternativlos. Warum? Warum ich Schauspielerin geworden bin? Naja, ich bin Waldorfschüler und da haben wir immer Theater gespielt. Also jeder hat irgendwas gemacht, was ihm Spaß macht. Manche haben genäht. Theater ist ja auch ganz nah an der Politik dran. Kommt drauf an. Also da gibt es bessere und schlechtere, das stimmt. Natürlich, ja. Was wollen Sie jetzt hören? Dass Sie, Moment, jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Dass Sie ein guter Schauspieler sind, schlechter oder dass... Ich lasse Sie einfach reden. Wir denken im Theater immer, es geht um Leben und Tod. Ne? Wenn wir eine Premiere haben, das ist das Aufregendste und überhaupt das Wichtigste. Das ist ja auch sehr liebenswert. Tut es aber leider nicht. Es geht nicht um Leben und Tod. Bei Ihnen schon eher. Deshalb finde ich, ist das Theater vielleicht nicht ganz so wichtig wie der Inhalt, oder? Was soll ich sagen? Ja, Sie haben mir den Ball zugeworfen, ich habe ihn zurückgeworfen. Ich werfe ihn gleich wieder zurück. Wollen wir mal einen wunderbaren Teil aus diesem Buch hören? Sie an der Schauspielschule? Zu der Schauspielschule ist Folgendes zu sagen. Ich verstehe gar nicht, warum die so lustig ist. Und die Lektorin fand, da steht doch schon alles drin in dieser Schauspielschule. Und ich verstehe das gar nicht, aber anscheinend ist es so. Es ist so. Ich war 18, als ich mich für die Schauspielschule bewarb. Noch heute kann ich den Anfang des Antigone-Monologs auswendig. O Grab, o Brautgemach, o unterirdisch Gefängnis allzeit. Wie viele Berufe gibt es, die sich anfühlen, als würde es dabei um Leben und Tod gehen? 12?
13, Hebamme, Astronaut, Rallyefahrer, Chirurg, also auf jeden Fall Schauspielerin. Als ich mich an der Schauspielschule bewarb, fühlte ich mich, als hätte ich nur die Wahl zwischen zwei fatalen Alternativen. Selbstmord zu begehen oder Schauspielerin zu werden. Sturm und Drang im Theater, alles ausprobieren, ausleben, alles sein dürfen, gegebenenfalls auch tot. Ich trug die Passage von der Antigone vor, wie sie kurz bevor sie von Onkel Kreon eingemauert werden soll. Es war keine einfache Rolle für mich. Die Sprache, die Gefühle der armen Antigone waren größer als alles, was ich bisher erlebt hatte. Dennoch ging ich in ihr auf, fühlte mich seltsam aufgehoben und bestand den ersten Teil der Aufnahmeprüfung. Denn was Tote betrifft, da kenne ich mich aus. Ich trug ein Herrenhemd, ein besticktes Jäckchen und ein Afro-Look wie die Jackson 5. In der Hand hielt ich einen Koffer und als man mich im zweiten Teil der Prüfung fragte, warum ich Schauspielerin werden wollte, legte ich mich mächtig ins Zeug. Sehen Sie, Antigone und ich, wir sind uns ähnlich. Was Tote betrifft, sind wir Profis. Ich zeigte auf meinen Koffer. In diesem Koffer habe ich sämtliche Überlebensgeschichten der Shoah und des Balkans. Ich kann ihn gleich hier und jetzt auspacken. Mit welcher Geschichte soll ich anfangen, bitteschön? Es wurde still. Man lächelte mich unsicher, aber durchaus freundlich an. Die Prüfungskommission bestand aus 6 Personen. Sie hatten sich vorgestellt als Sprech-, Gesang- und Tanzlehrer. Der Vorsitzende bewegte sich wie so ein Schlangenmensch. Eine Schreckenssekunde lang dachte ich, es sei Klaus-Maria Brandauer. Der Schlangenmensch im schwarzen Rollkragenpullover schaute von seinen Papieren auf. Ihren Namen bitte nochmal? Alteras. Also Alter, das ist ein sephardischer Name, spanische Juden, aber das ist schon länger her. Jetzt leben wir in Gießen, das ist zwar nicht vergleichbar, aber trotzdem in Ordnung. Der Mann wiederholte das Wort Sepharden, dann das Wort Gießen. Sie klangen wie kostbare Rätselworte, er lächelte bemüht. Also vor Gießen war natürlich nicht Spanien. Also es war ja im Mittelalter. Vor Gießen war Zagreb und Split, da waren wir Partisanen, also eigentlich nur meine Eltern. Ich habe nur in einem Partisanenfilm mitgespielt, also für Marschall Titos Geburtstag. Ich war ein bisschen aufgeregt und brachte die historische Reihenfolge in meinem Bericht ordentlich durcheinander. Aber ich wollte die Prüfung unbedingt bestehen und bot schwungvoll an, die einzelnen Stationen meines Weges zu verspielen. Zuvor zu spielen, dann würde man mich besser verstehen. Ich glaube, der Vorsitzende wollte gerade sowas wie, nein, danke, nicht nötig sagen, aber da hatte ich schon die Kippa meines Vaters und seinen schwarzen Hut aus dem Koffer geholt. Ich beginne gleich mit der Deportation der Wiener Juden. Bei dieser Ankündigung schluchzte die rothaarige Frau, die sich als Gesangslehrerin vorgestellt hatte, laut auf. Also ich kann das natürlich gerne überspringen und gleich mit dem Lager beginnen. Also das GZ war in italienischer Hand, deshalb ja nicht so schlimm. Die Italiener waren Faschisten, aber keine Antisemiten. I nomi per piacere, da dove venite, den Rest des Textes trug ich auf Italienisch vor. Die Gesangslehrerin schluchzte leise weiter. Der Sprecherzieher kam in lauernder Haltung näher. Er fragte sehr leise, sind Sie mosaischen Glaubens? Ich sagte, ja, ich bin Jüdin, ja. Er zuckte unmerklich zusammen. Es herrschte eine große Hilflosigkeit auf beiden Seiten. Also machte ich den Vorschlag, etwas über den Balkan zu erzählen. Im Nachhinein denke ich, heute würde so etwas nicht mehr passieren. Heute sind die Menschen, was Geschichten über Lager und Deportation betrifft, viel cooler und erfahrener. Und etliche haben ja auch schon Juden gesehen. Also zumindest im Fernsehen. Aber damals war es noch terra incognita. Ich nahm die Offiziersmütze meines Vaters, sie hatte vorne so einen roten Stern, und sprach nun Kroatisch und erklärte die strategische Position Jugoslawiens. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder der Prüfungskommission des Kroatischen mächtig waren und meinen Ausführungen folgen konnten. Ich selbst fand, dass mir die Darstellung von Josip Broz Tito gut gelungen war. Also Männerrollen liegen mir bis heute. Osam deset ljudi od moje familije su ubijeni. 80% meiner Familie sind umgebracht worden. Deshalb hätten Antigone und ich so viel gemeinsam und deshalb müsse ich zwangsläufig ans Theater. Wohin sonst mit all dem Erlebten? Damit schloss ich mein Vorsprechen. Die Prüfer waren sichtlich mitgenommen. Ich war überzeugt, komplett versagt zu haben. Es wurde lange Zeit geschwiegen. Der Schlangenmensch in Schwarz nahm meine Hand, er schwitzte. Wie fühlst du dich jetzt? Ich sagte, auch ganz gut, und lächelte in die Runde. In meinem Koffer befand sich auch die Puppe, die wir im Handarbeitsunterricht in der Waldorfschule genäht hatten. Die holte ich nun raus und setzte sie auf meinem Schoß und ließ sie für mich sprechen, in der Hoffnung, eine kleine Zugabe würde die Entscheidung vielleicht beschleunigen. Mit einer quietschigen Puppenstimme erzählte ich munter von 12 Jahren Waldorfinternat. Danach war auch der Sprecherzieher kreidebleich.
ich schwöre, dass ich weder kokett noch berechnend war. Als sie fragten, ob ich vielleicht noch was Lustiges hätte, sang ich beherzt das Lied des Wiener Kammermädchens aus der Alpenkönig und der Menschenfeind. Das passte, fand ich sehr gut zu mir und zu Marschall Tito. Ach, wenn ich doch kein Mädchen wäre, das wäre doch recht fatal. So ging ich gleich zum Militär und würde General. Die Prüfungskommission zog sich zur Beratung zurück. Dankeschön. Wir haben noch einen kleinen Text als Rausschmeißer. Ich gebe es zu, ich war schon in Italien. Meine Tante, die schon ziemlich alles überlebt hat, ist just im Corona-Frühling 100 geworden. Was kann man da machen? Am 3.6. war die Grenze offen und ich war eine der Ersten, die sie passiert hat. Österreichische Polizisten mit Mundschutz und Kalaschnikow ließen mich unterschreiben, dass ich auf keinen Fall in Österreich halten würde, weder zum Tanken noch zur Notdurft. Schwitzend unterzeichnete ich alles, mit den Österreichern ist nicht zu spaßen. Kaum war ich in Italien, hielt ich für den obligatorischen ersten Espresso. Der schmeckte wie früher, nach Ferien und Domenico Modugno, volare. Und alles war fast wie früher, aber nur fast. Ein Mann hielt eine Art Pistole an meinen Kopf, er schoss Gott sei Dank nicht, sondern maß Fieber. Ich hatte keines, also durfte ich weiter trinken. Der Gardasee sah aus wie eine Postkarte aus den 50er Jahren, bunt und schön und ohne Touristen. Im Heim zeigte ich meinen Test vor, durfte mit Maske zur Tante, die Mühe hatte, mich so vermummt überhaupt zu erkennen. Dann allerdings freute sie sich sehr, sie ist seit über 3 Monaten in einer Art Quarantäne und fragt sich um mich, wie lange das noch gehen soll. Für sie stellt sich die Frage nach den Ferien gar nicht, sie ist eingesperrt und darf nicht raus, weder vor die Tür noch in den Garten. Wenn es Herbst wird, werde auch ich nicht mehr in die Nähe des Fensters dürfen. Sie möchte einfach nur wieder Besuch bekommen und frische Luft. Das Herz möchte einem zerspringen, wenn man all die Alten in Quarantäne denkt. Aber das ist ein anderes Thema, ein Kollateralschaden gewissermaßen. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt. Die österreichischen Zöllner schießen nicht mehr gleich. Man darf in Österreich pinkeln und überhaupt, es sind schon wieder Ferien. Und nun die große Frage, wohin? Und ob überhaupt? Darf man zu Corona-Zeiten in die Ferien außerhalb der eigenen Wohnung? Balkon ist erlaubt. Ebenfalls genehmigt ist die Ostsee, die ist aber schon so voll, dass es eng wird und auch in der Uckermark und an der Nordsee Deutsche und nochmals Deutsche. Wer Fremde sehen möchte, muss dieses Jahr sehr mutig sein. Denn die Ferne ist auf einmal wieder sehr, sehr weit. Vielleicht ist man der Einzige in dem kleinen Badeort. Vielleicht ist man gar nicht willkommen, weil potenzieller Virusträger. Vielleicht ist der Strand gesperrt oder für Deutsche nur von 10 bis 12 geöffnet und von 12 bis 14 Uhr sind die Franzosen dran. Und wer weiß noch alles? Möchte man das? Sich dem aussetzen? Was sind denn das für Ferien? Vielleicht ist es gescheiter, 2020 unter Erfahrung zu verbuchen und erst wieder 2021 die Wanderschuhe zuzubinden und die Alpen zu überqueren. Es gibt eine Unmenge an Vielleichts. Das macht die Sache kompliziert. Wenn man reist, ist man schrecklichen Gefahren ausgesetzt, meint manche Presse. Reist man nicht, werden unsere Urlaubsländer untergehen, sagt ebenfalls die Presse. Es wird nie wieder den kleinen Griechen auf der kleinen hübschen Insel für uns geben. Alle werden bankrott und insolvent sein und wir, die wir sie hätten mit unserem Besuch retten können, haben angstverzerrte Münder unter unserer Maske. Andere Virologen sprechen vom Panikmacher, alles halb so schlimm, schön Abstand halten und schwimmen gehen. Vielleicht ist es jetzt die letzte Chance, nach Split zu kommen. Andererseits, war man jemals im Harz? Werde ich in Erfurt schief angesehen, wenn ich eine Maske trage? Und darf ich in Gütersloh überhaupt Fleisch essen? Es wäre am besten, ich fange schon mal mit dem Winterschlaf an, dann mache ich nichts verkehrt. Die Verwirrung ist groß. Plötzlich sind überhaupt alle Virologen und wissen, was richtig ist, was falsch. Man munkelt von einem zweiten, schlimmeren Lockdown im Herbst und von neuen Reisewarnungen, aber auch von Entwarnung und genereller Immunität. Generelle Immunität, so. Das klingt nach einem Slogan, nach Werbung, aber für was eigentlich? Och, es ist schwierig. Guter Rat ist teuer. Ich empfehle die Reise nach innen. Klingt mühsam, klappt aber trotzdem. Tief drinnen weiß doch jeder, ob es für sie oder ihn das Beste ist, auf dem Sofa der heimischen Wohnung zu liegen und Krimis aus Barcelona zu lesen, statt dorthin zu fahren. Oder ob der Zauber der heimatlichen Wälder und Seen genau das Richtige ist im Jahr der Panik und Entschleunigung. Oder aber hinzufahren ins leere Paris, Venedig, Athen und die Familie, die Freunde in gebührendem Abstand und mit selbstgenähter Maske zwar, aber dennoch zu treffen.
Corona das Jahr, um sich unter die Lupe zu nehmen. Ein Abenteuer der besonderen Art. Wer bin ich und wer bin ich in den Ferien? Da gibt es kein falsch oder richtig. Also Luft raus, einatmen, ausatmen, durch die Maske natürlich, und abwarten. Es wird alles gut. Wann genau ist allerdings noch offen. Es gibt auch Krimis aus der Bretagne und auch aus Irland. Es gibt, glaube ich, Krimis zu jedem Reiseziel. Jedes Land lässt sich prima vom Sofa aus erobern. Man kann allerdings fast auch überall wieder hinfahren. So.